Moin meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und ich denke mal, ihr habt es schon im Titel sehen können, wir zocken heute Fortnite in Minecraft. Jetzt fragen sicherlich viele von euch, Mensch, wie willst du das anstellen? Ich meine, wie willst du Fortnite in Minecraft zocken? Ganz einfach, es gibt einen neuen Spielmodus auf den Hypixel-Server und ja, da könnt ihr einfach mal drauf gehen und dann diesen Spielmodus halt eben zocken. Wie das alles so funktioniert, das werdet ihr gleich nach dem Intro sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Lasst mir noch eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns jetzt gleich nach dem Intro. So, Freunde, wir sind jetzt hier in einer Runde und wir spielen, ihr habt es, denke ich, schon im Titel gesehen und eben habe ich es auch schon gesagt, Fortnite in Minecraft. Es ist ein richtig cooler Spielmodus. Das Ganze findet ihr auf den Hypixel-Server. Falls ihr also auch diesen Spielmodus zocken wollt, dann einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, denn da habe ich die Server-IP auch nochmal für euch verlinkt. Es ist eigentlich genauso wie Fortnite. Also eigentlich muss ich jetzt nicht so wirklich viel erklären, weil ich denke mal, jeder kennt das Spielprinzip von Fortnite und ich denke auch mal, dass viele von euch Fortnite schauen. Wir sind jetzt hier in dem Fall der weiße Punkt. Es gibt hier quasi Nummern, das sind die Städte. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal raus bei der Nummer 2. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir... Ja, obwohl, wir können nach links gehen. Ich weiß gar nicht, links von uns ist die Nummer 4. Gut, gehen wir zu Nummer 4 und mit Shift springt er dann halt eben raus. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon diesen Spielmodus ausprobiert und bereits gezockt. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Spielmodus und macht eine Menge, Menge Spaß. Wir gehen jetzt einfach erstmal direkt hier runter, holen uns die erste Kiste. Wir haben ein Eisenschwert. Das ist doch schon mal gut. Ein Fireball, das ist auch ziemlich nice. Ich zeige euch den gleich mal. Wenn ich einen Gegner finde, dann werde ich das auf jeden Fall einsetzen. Wie in Fortnite auch, habt ihr quasi etwas Baumaterial. Wir haben jetzt hier 60 Sandstein. Damit kann ich jetzt hier einfach mal ein bisschen rumbauen. Falls mich also wer abschießt oder so, kann ich das quasi planten oder ich kann hier auch einfach eine Wand spawnen lassen. Wenn ich die jetzt einfach mal setze, dann wird die gespawnt und ich habe keine Schwierigkeiten mehr, wenn mich wer mit Bogen und Pfeile abschießt. Und da haben wir schon den ersten Gegner und den holen wir jetzt einfach mal und der müsste eigentlich direkt down sein. Das ist mir ein Rätsel, aber er ist gestorben worden. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube an Fallschaden oder irgendwas ist passiert, dass er gestorben ist. Aber wir haben auf jeden Fall in dieser Runde den ersten Kill gemacht. Sehr, sehr gut. Haben wir sehr schön gemacht. Aber jetzt wollte ich euch das Ei eigentlich mal zeigen. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Ja, zur nächsten Insel wollt und ihr könnt halt schlecht eben rüber, dann werft doch einfach ein Ei und das Ei, ja, spawnt euch eine schöne Brücke und da könnt ihr dann easy rübergehen und das macht eine Menge Spaß. Man muss also sich nicht rüberbauen, man muss kein Fastbridgen da anwenden oder sowas, sondern man kann einfach dieses Ei werfen und dann kann man da easy rübergehen. Da haben wir den nächsten Spieler, der hat natürlich ein bisschen mehr Leben, aber wir... killen ihn jetzt einfach mal. Und wir haben ihn. Sehr schön. Der hat irgendwie so ein richtig schlechtes Aim gehabt. Also, ist jetzt nicht böse gemeint. Es ist einfach nur eine Feststellung, weil ich das so eben halt eben gesehen habe. Der konnte mich halt wenig hitten. Also, ich glaube, der hat mir nur einmal einen Hit reingedrückt. Aber sonst war es das dann auch schon. Oh nein, Leute. Ich bin hinter der Border. Ich habe jetzt einmal nicht aufgepasst. Und ich denke mal, dass wir jetzt sterben werden. Wobei, wir haben noch eine Enderperle. Wir haben noch eine Enderperle. Vielleicht kann ich da noch mein Leben retten. Ja, wunderbar. Und sie wird halt immer kleiner. Es leben nur noch 8 Leute. Ach du Scheiße, Leute, jetzt müssen wir richtig aufpassen. Jetzt geht's richtig los, Leute. Ihr merkt schon, das Ganze ist irgendwie SG, aber halt eben im Fortnite-Style. Und es macht eine Menge Spaß. Und wir können den jetzt einfach mal klatschen. Stirb jetzt, mein Freund, stirb. Stirb, stirb, stirb. Und komm, wir kriegen ihn, wir haben den ersten bekommen. Sehr schön. Und der WTF, was macht der denn? Nein, komm, komm. Stirb. Und nein, wir haben ihn nicht bekommen. Ein Herz. Wie bitter das war. Wie bitter, wie bitter, wie bitter. Er hatte ein Herz. Ein Herz hatte er nur noch. Wir hätten es fast geschafft. Nur noch 3 Spieler leben. So, Freunde, wir sind jetzt hier in der nächsten Runde. Ich werde natürlich versuchen, jetzt diese Runde zu gewinnen. Wir sind eben bis in den Top 5, meine ich, reingekommen. Ich hoffe natürlich, dass wir diesen Rekord brechen werden. Ich glaube, ich hatte auch nur 3 Kills. Das ist relativ wenig, wie ich jetzt erfahren habe. Also, ich hoffe, dass wir es schaffen werden. Gucken wir einfach mal. Wünscht mir auf jeden Fall viel Erfolg. Oder halt eben auch nicht. Lasst es halt eben sein. Ich würde jetzt jedenfalls sagen, wir springen einfach mal hier ab. Looten jetzt direkt mal Stuff und gehen dann richtig auf Killjagd. Ich möchte jetzt diese Runde richtig eskalieren, möchte richtig Kills machen und möchte eine richtig gute Runde hinlegen. Also Leute, das war doch mal definitiv eine gute Ansage, oder? Okay, er hat ein Dierschwert. Okay, tschüss, mach's gut, weil ein Dierschwert gegen Steinschwert, da kannst du nichts machen. Oh, der kommt noch mehr. Aber der will mich irgendwie so ein bisschen in Ruhe lassen und ich glaube, dass er so keinen Plan von diesem Spiel hat. Er weiß noch nicht genau, was ich von ihm will. Ich möchte ihn eigentlich nur killen.
Er hat sich jetzt inzwischen aber schon voll geheilt. Okay, den habe ich total verworfen, den Feuerball. Das war richtig schlecht. Aber wir haben jetzt jedenfalls ein Eisenschwert. Ich wollte eigentlich das Dierschwert haben. Okay, dann muss ich mal ganz kurz abhauen. Ist auch kein Thema. Mach's gut, mein Freund. Den holen wir uns jetzt trotzdem. Ich lasse den natürlich nicht da bei der Kiste, weil ich den ganz gerne killen möchte. Da ist er auch. Der hat mich gar nicht gesehen. Moinsen. Und da haben wir ihn. Da haben wir den zweiten Kill. So ist das. Und ich habe wen gehört. Da ist auch schon einer. Ja, da ist einer. Oh Mann, Leute. Okay, da ist der nächste Spieler. Der hat auch noch nicht so die Ahnung, oder? Von dem Spiel. Ich weiß es nicht. So scheint es auf jeden Fall. Ja, den können wir auf jeden Fall auch killen. Wunderbar, haben wir den auch. Und der hatte gar nicht so schlechten Stuff. Also ein Dierschwert hatte der. Ich muss schon sagen, manche Leute, die so den Anschein haben, als würden die nichts können, die haben immer voll den guten Stuff, ich verstehe es nicht. Der Vorteil ist jetzt halt eben, dass ich eine Schildpäuschen habe, somit habe ich 3 Herzen mehr als jeder andere Spieler und das bringt natürlich schon einiges im Spiel. Wir haben sogar jetzt noch eine Heilungspotion, so muss es sein, also und noch 3 Feuerbälle. Feuerbälle ist so das geilste Item, wie ich finde, also wenn man die trifft, dann machen die richtig gut Schaden. Nein, doch. 22 Spieler leben noch, wir haben 3 Kills gemacht, es könnte eine Runde werden, die wir auf jeden Fall ganz gut machen, aber vielleicht halt auch eben nicht und der hat auch nicht so die Ahnung, ne, er weiß auch noch nicht ganz genau, was er machen muss, Enderperle zu spät gesetzt, also zu spät geworfen, jetzt haben wir eine Menge Heilungstränke, was auch nochmal ein richtig guter Vorteil ist, vor allem zum Schluss geht es dann richtig zur Sache, da braucht man die definitiv, so muss das sein, Wassereimer ist auch ganz gut, also alles Wichtige muss da auf jeden Fall drin sein, die Karte können wir einfach mal rauswerfen oder brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich, das ist doch sehr gut, 4 Kills haben wir gemacht und wir haben unseren Killrekord damit eingestellt. Okay, der hat ihn gekillt. Ich glaube, da ist auch noch einer. Sehr gut, da haben wir den nächsten Spieler gekillt. Okay, ich glaube es nicht. Wir haben wieder dasselbe Problem wie eben. Wir sind wieder hinter der Border. Haben jetzt also wieder ein riesengroßes Problem. Ich wollte das eigentlich diese Runde vermeiden, aber leider, ja, ist es jetzt ein bisschen doof gelaufen für uns. Wir sind jetzt hier wieder ganz... oh nein, wir werden, glaube ich, sterben. Ich glaube, wir werden diese Runde nicht gewinnen. Das wird ein ziemlich knappes Ding werden. Doch, wir können es schaffen. Wunderbar. Sehr schön, der eine ist fast down. Okay, der hat sich jetzt geheilt. Ja, vielleicht... Oh nein, jetzt hat er Regeneration. Das müssen wir vermeiden, definitiv. Wunderbar, da haben wir den. Sehr schön, so muss es sein. Der hatte auch richtig guten Stuff. Eine Enderperle, die muss ich auf jeden Fall haben. Okay, sonst hatte der aber nichts mehr, leider. Ja, da sind wir eigentlich schon ganz gut equipped. Also, so muss es sein. Wir haben jetzt 6 Kills gemacht. Die Runde läuft definitiv. Wir müssen jetzt nur mal ein bisschen passiver spielen, ein bisschen aufpassen. Und dann sollte das eigentlich alles in Ordnung sein. Jetzt bekomme ich wieder Schaden. Entspann dich mal bitte, Border. Dankeschön. Okay, 7 Spieler leben nur noch. Das kriegen wir auf jeden Fall hoffentlich irgendwie hin. Da hinten ist noch einer. Den können wir zum Beispiel uns holen. Okay, er hat sich geportet. Das hat er gut gemacht. Nice, wir haben den nächsten Spieler gekillt. 7 Kills haben wir gemacht jetzt. Sehr schön. Ich dachte, ich hätte ihn nicht mehr bekommen. Okay, das wird jetzt ein bisschen ekelig. Das wird jetzt ein bisschen ekelig, muss ich sagen. Alles klar, hat er sich auch geportet und wir sind direkt tot. Das ging schnell, Leute, das ging schnell. Er kam von oben, hat mich direkt gekillt. So schnell kann es gehen. Wir sind aber diesmal richtig gut gewesen, haben 7 Kills gemacht. Wir haben es leider nur auf Position 4 geschafft, haben aber es unter den Top 5 geschafft. Jedenfalls das. Das ist auf jeden Fall eine gute Runde gewesen. Also so schlecht war sie jetzt jedenfalls nicht. So, Freunde, das war es jetzt letztendlich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, wir konnten jetzt nicht die Runde gewinnen, aber wir haben zum Schluss dann nochmal irgendwie alles gegeben. 7 Kills gemacht. Also gar nicht so wenig Kills nach meiner Meinung nach. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte als nächstes Video wirklich nur Fortnite sehen, dann stimmt oben rechts jetzt einfach mal ab. Stimmt dafür Fortnite ab. Geht aufs i, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.